Spiel 4 in der Halbfinalserie ist 98-96 ausgegangen und ich habe jetzt Justus Hollatz bei uns. Justus, was für ein Spiel, persönlich auch von dir. Was sagst du? Du machst das alles mit Leichtigkeit. Es sieht aus, als hättest du so viel Spaß. Wie ist es wirklich? Ja, es macht ziemlich viel Spaß. Also Mike hat mir vor dem Spiel gesagt, ich soll einfach Spaß haben. So, ich glaube, wenn man Spaß hat, spielt man am besten. Ich glaube, die Energie, die heute in der Halle war, war einfach atemberaubend. Und, ja. Was sagst du zum Spiel überhaupt? Sehr intensives Spiel, viele Punkte. Ich glaube, gut für die Fans anzusehen. Und dann ist wieder Wahnsinn, wie Chemnitz zurückgekommen ist. Ich weiß nicht, 4 Dreier in den letzten Minuten getroffen. Zum Glück haben wir das Quäntchen Glück gehabt und haben dann mit 2 Punkten gewonnen. Ja. Jetzt geht's nach Chemnitz am Dienstag. Wie sieht jetzt die Planung aus? Fahrt ihr morgen direkt los? Das weiß ich noch gar nicht. Ich denke mal, wir werden morgen losfahren. Vielleicht morgen früh noch ein bisschen Training haben, dann gemeinsam frühstücken gehen. Und dann Dienstag Chemnitz schlagen. Bitte. Das nehmen wir so mit, Justus. Dein Selbstbewusstsein gefällt mir. Du hast super gespielt. Das war schön anzusehen. Die Fans lieben dich. Wir lieben dich. Weiter so. Ein neues Heimspiel und wieder Bo bei uns. Bo, congratulations. You scored 18 points. You're the top scorer today. What do you think about that game? It was a crazy game. It was a crazy game. Chemnitz is really good. It takes a lot to beat them. But, you know, we executed at a high level today. Obviously, we scored, 90-some points. So, executing, we did a really good job. And, just glad we got it done. And now we have 40 more minutes left in the season to Aufstieg. So, that was the goal all season. And now 40 more minutes separates us from that. So, how are you going to prepare for Tuesday now? Are you gonna practice today? No, definitely going to get some rest now. Hopefully, all the guys get some rest. And, hit the road tomorrow, get some shots up in Chemnitz. We know the gym, we know the fans, we know their sets, we know what they're going to try to do. They know what we're going to try to do. So it's all about energy, focus, and determination. So it's just going to come down to grit, really, is the word I would use. We're going to support you. We're all driving with you, and we'll be thinking of you on the court. I appreciate it. I need you to bring actually my friend. He comes in on Tuesday. This is me asking you now. All right. Yeah. We'll do that. We'll make it happen. Thanks. All right. Thank you, Bo. Thank you. Congratulations. You played a great game. Take that energy of all the fans that loved you today with you to all the other guys. All right? Will do. Thanks. Thank you, Bo. Thanks. Und weil es so schön ist, sage ich wieder Bam und habe unseren Coach bei uns. Herzlichen Glückwunsch, Mike. What a game. Yeah. So knapp, so spannend. Yeah. Wie geht's dir? Ich bin komplett begeistert von den Jungs. Heute war ein wunderschönes Spiel 4 für unsere Mannschaft. Ich bin sehr dankbar für die Unterstützung von den Hamburg Towers Fans. Die Unterstützung von Leuten hier in Wilhelmsburg, in Hamburg, ist besonders. Heute die Energie im Halle war ein großer Boost für unsere Mannschaft. Ich bin stolz auf unsere Mannschaft. Das war ein verdient Mannschaftssieg. Die Mannschaft hat, wir hatten gut Verständnis, wir waren in Survival Mode und unser Ziel war Survive to Game 5 und wir haben das gemacht. Besonders heute unser jungen Spieler Justus hat eine starke Leistung, auch René Canseca starke Leistung. Nicht nur ein Schlüsselspieler, sondern zum Beispiel Spieler auf der Bank, Tavon, Justin. So ich bin stolz auf unsere Mannschaft. Respekt für Chemnitz und das ist eine wunderschöne Serie. Das ist Playoff Basketball. Ich liebe das und ich bin sehr stolz und begeistert von unseren Hamburg Towers Fans und was wir haben heute erreichen. Ihr kennt Chemnitz gut, Chemnitz kennt euch jetzt gut. Worauf liegt ihr den Fokus jetzt in Game 5? Für uns ist es Efficiency. Wir müssen die Energie von der Halle besser spielen mit. We have to handle it better. Die Energie von den Fans in Chemnitz ist stark. Und für unsere Jungs, das ist ein bisschen neu. So für mich, controlling the tempo, stark spielen, light Energie, physical spielen. Und mein Wunsch ist, in den letzten 2 Minuten ein knappes Spiel. Beide Mannschaften werden alles geben und ja, wir werden sehen, was passiert. Aber das ist eine schwere Aufgabe für uns. Wir werden mit Herz spielen. Wir werden alles geben für unser Traumziel. Und als ich habe gesagt mit der Mannschaft, we're right where we want to be. Spielen für den Aufstieg, für unser Traum. Und für mich, das ist wunderschön. Ich liebe das, ich liebe die Jungs. Du hast die Fans hier angesprochen. Es ist geplant, dass viele Fans mitkommen, um euch dann auch den Rücken zu stärken. Du hast es schon angesprochen, die Halle ist unglaublich. Wie stolz bist du auch auf diese Towers Family? The Towers Family, the Towers Fans, das ist wunderschön. Heute war besonders. Die letzten 2 Spiele
Spieltagen, man hat gesehen, wie schwierig zu schlagen eine starke Chemnitz-Mannschaft das ist. Wir haben alles gegeben und die Unterstützung und Energie von den Fans war eine große Hilfe. Ich bin froh, wenn alle in der Halle sind froh mit den Jungs und froh mit der Mannschaft und Spaß haben mit unserer Mannschaft. So, ich liebe das. Ich bin sehr dankbar. Und ja, hoffentlich wir können alle feiern zusammen das Traumziel für den Aufstieg. Das wird passieren. It'll happen at some point. Hopefully Tuesday. Aber wir haben alles gegeben und wir werden alles geben Dienstag. Wir werden alles geben. Ihr seid mit dabei am Dienstag. Mike hat es angesprochen. Game 5 in Chemnitz um 19.15 Uhr. Schaltet den Stream ein oder kommt alle einfach mit nach Chemnitz und feuert die Jungs laut an. Vielen Dank, Mike. Dankeschön.